Unreal Engine, Old Meter, 11-Bit Studios. Ja, und somit herzlich willkommen zu Indica, einem sehr interessanten Spiel. Ich finde, ich habe damals ja schon die Demo gespielt und das hat mich ziemlich überzeugt. Sah wirklich sehr interessant aus. Von daher starten wir heute mal direkt ins Spiel hinein. In die finale Version. Mit einem neuen Spiel. There's a basket for Smaragda in the warehouse. She's waiting. Pflicht, bringe einen Eimer mit Gemüse aus dem Lagerhaus zu Schwester Smaragda im Speisesaal. Plus 30 Punkte. Ja, und da wären wir auch schon. What does it mean to be truly righteous? To never succumb to temptation or to take a vow of chastity despite constant temptation. Our heroine did not know the answer to this question and preferred never to dwell on it. If it were up to her, she would have chosen the quiet life of a nun. However, destiny had something different in store for her. Und wie wir sie auch schon aus der Demo kennen, spricht der Teufel hier mit uns. Im Kopf. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, eigentlich wollte ich das Spiel in der originalen Audio spielen, also in Ukrainisch ist das, glaube ich. Ich habe es auch so angefangen, so zu spielen, allerdings ist es da ziemlich schwer, sich auf das Spiel und gleichzeitig auf das Gesagte zu konzentrieren. Von daher dachte ich mir, dann doch eher, ich fange es nochmal in Englisch an. Von daher kenne ich die ersten paar Schritte eigentlich schon, die man hier machen muss. Aber das hält uns jetzt nicht davon aus, das Spiel hier durchzuspielen. Und ich versuche auch wirklich eigentlich alles so gut es geht mitzunehmen. Manchmal werde ich sicherlich ein paar Dinge übersehen. Aber mal schauen. Hier im düsteren, oh, nice, düsteren kalten Russland oder Ukraine, I don't know, eins von beiden. Die Atmosphäre ist halt schon ziemlich nice. Alright, dann gehen wir hier mal runter zu Smaragda. Ziemlich dunkel gerade. I'm sorry. Maybe I can help. You're the last person I need right now. Get lost. Sorry. Irgendwie hassen uns alle. Look, it works. You're not stupid at all. Are you watching here? Did you get thrown out of the evening service again? Benutzerhandbuch für eine hydraulische Dampfmaschine. Im Falle einer Motorabschaltung ist das Verschlussventil 4 zu öffnen und der Dampf abzulassen.
Was den Betriebsdruck in der Hauptkammer angeht, gelten die folgenden Werte. Na gut. Das lässt sich jetzt nicht durch, wenn es nicht so wichtig ist. Okay, wir müssen da lang. Aber natürlich, wie immer, läuft man erst woanders hin. Ist da, wo man hin muss. Ist das hier geplant? Was ich hier mache? Oh. Hey! Hey, where are you going? Schwesterliche Liebe. I don't really know how to... Forgive me. Forgive me. Forgive me. I should go. Ja. Sorry. Hauen wir einen Frau und lassen die da oben stehen. Tschüss. Naja, sonst. Schnell weiter. Sieht ziemlich kalt und frisch aus. Und die ganzen Geräusche. For the sake of the prayers of all the Stesha, do you have something prepared for Smaragda? It's cold today, isn't it? Oh, potatoes! Thank you. Thank you. The sisters loved Indica. Christian love is known to be patient, merciful, and faithful. However, in a lowly human sense, they didn't love her that much. To be completely honest, they didn't love her at all. Many of them felt nothing but disgust for her. Indica, however, was not to blame. Were it not for the voice that was inculcating ideas in her, unforgivable for a Christian, she would have been a virtuous and rather mediocre nun. Indica's biggest dream was for that voice to leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle, a painful resistance. No matter how hard she tried, no matter how much she tortured herself, the voice grew louder and more convincing every day. Was ist das für eine riesen Ziege da hinten? Weird. Und ja, natürlich lieben sie alle, man merkt es. Buchstäblich. Und ich muss vielleicht noch kurz mal schauen, ob ich irgendwie die Gamma ein bisschen hochdrehen kann, weil bei mir hier ist selbst unglaublich dunkel und bei euch auch. Wenn man da vorhin gerade fast gar nichts gesehen hat. Okay, jetzt können wir hier durch. Ja, und die Stimme wird immer lauter im Kopf.
saw the servant of God holding a life of passion by a hermit of Athos. So I went up to her, quickly made the sign of the cross. Ja, dude. Bevor ich jetzt weiterlaufe und den hinterher, möchte ich mich kurz hier noch umschauen. Reliquiar. Birgt ein Bruchstück der Überreste des heiligen Barlaam von Ägypten. Berühmt für den vorzüglichen Duft des Heiligen. Hilft bei Magenverstimmung, Magen-Darm-Beschwerden, Krankheiten der Organe des Beckenraums. Will ich wissen, wie man das anwendet? Ich glaube nicht. Levelaufstieg. Okay, Level 8. Schande 6. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du 6 Punkte zusätzlich. Buße 3. Immer wenn du Punkte erhältst, hast du die Chance auf 6 Punkte zusätzlich. Trauer 4. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator von 1,46. Demut 4. Du erhältst die Chance, dir jetzt 12 Punkte zu verdienen. Ne, Multiplikator hört sich besser an. Deswegen Trauer 4. Das Ding sah gerade ziemlich wild aus, dieses Requilar. Schon schöne Atmosphäre. Asketentum, Handbuch für die Praxis. Erstens, behandle Ober- und Unterseite des äußeren Oberschenkels mit starken Kräutersuden. Mhm. Setze Hautschnitte an Ober- und Unterseite des Oberschenkels. Okay. Erhitze die Ketten zu einem roten Glühen. Führe die heißen Ketten mit Hilfe eines Chirurgenhaken langsam unter die Haut. Okay, Asketentum sagt mir jetzt gar nichts. Es sieht fast so ein bisschen aus, als ob man hier irgendwie ein Kreuz unter die Haut einführt. Okay. Why not? Alter, was ist denn das für ein Altar? Ist jemand sehr im Christentum? Also ich würde mal sagen, dass es Christentum ist. Sieht ein bisschen aus wie Jesus. Und wohl andere heiligen Götter. Sonst gibt es hier nichts mehr. Nope. Ich wollte die Tür schließen von außen. Danke. Okay, weiter geht's mit unserer Aufgabe hier. Wie gesagt, ich werde mir hier wahrscheinlich viel Zeit nehmen, immer versuchen alles anzuschauen und mitzunehmen. Wahrscheinlich auch Wege gehen, die unnötig sind, wie das hier. Smaragda, wir haben da was für dich. Bring some water.
Pflicht. Fülle das Fass mit Wasser. 100 Punkte. Wenn man die Demo kennt, weiß man, dass das hier wahrscheinlich ziemlich langweilig im Gegensatz zu dem ist, was folgen wird. Ihre Hand ist blutig. Wahrscheinlich, weil sie versucht, in dieser Gebetskette den Teufel auszutreiben. Stimmen in ihrem Kopf. Und ziemlich fest immer die Faust macht. Man sieht sie auch. Sie hat meistens immer eine Faust geballt. Eins von fünf. Okay. Kann ein bisschen dauern. Useless labor is the basis of spiritual development. Obedience is above fasting or prayers. Indica didn't understand why she needed to retrieve the water from the well if there was a pump next door that took it from a sacred spring. She didn't understand why drinking from the spring was allowed, but cooking soup was a sin. The well was only about 15 meters away from the spring. It was not possible to have any other water there. Even a tenth of it is the same. They say, on Epiphany, even a drop of holy water blesses an entire canister. If that were true, a couple of evaporated drops from the spring would bless the puddles beneath her feet. Schon weird, wenn direkt nebenan eine Quelle ist und wir sollen da das Wasser vom Brunnen holen. Aber wie er schon sagt, unnützliche Arbeit. Hauptsache wir sind beschäftigt und stellen wohl keinen Unfug an oder irgendjemanden. Ich finde es ja so gut, bei dem Spiel gibt es ein paar Elemente, die einfach nicht zusammenpassen, theoretisch. Wie zum Beispiel eben diese Schriften. Aber irgendwie passt halt dann doch auch zusammen. Wie auch die Musik, die ist irgendwie ziemlich schrill und schräg. Aber irgendwie passt es einfach.
Und ich finde es gut, dass man sich immer was gewagt hat. Ein paar Dinge ausprobiert hat. Und ich glaube, das Spiel ist so gut wie bei jedem gut angekommen. Und hat sicherlich ein bisschen Erfolg gehabt. Weil es mittlerweile schon länger draußen ist. Und von daher hoffe ich, dass da sicherlich noch mehr kommt vom Entwickler. In diese Richtung vor allem. Okay, das müsste jetzt, glaube ich, der vierte Eimer sein. Dann hätten wir es nachher gleich geschafft. Ja, noch ein Eimer fehlt uns. So, dann hätten wir es gleich geschafft. Die unnützliche Aufgabe erledigt. You haven't eaten even 10 of them. With God's help, we'll make it to spring. No way. Sisters won't eat after her. Mother, the sign of the cross saves from the plague. But this, God forgive me. Glory to Smaragda, don't tempt me. I'm sending Evdokia to you. Don't let this one into the refectory. Wow, Mimis. O Son of God, accept me on this day as communicant of thy secret supper, for I shall not divulge thy mysteries to thy foes. I shall give thee no kiss akin to Judas, but as an outlaw shall I confess thee. Remember me, O Lord, in thy kingdom. May my communion of thy immaculate mysteries, O Lord, not be judged or condemned, but heal the body and soul. Servant of God, Seraphina, shall go. Servant of God Indica shall now take communion with the body and blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. What the fuck? Viele Jahre hast du mit ihnen Geduld gehabt, hast sie gewarnt durch deinen Geist. Doch sie hörten nicht. Ja, da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. Nehemia 39. What's in it? In it.
It is forbidden to leave the convent without a blessing. Despite her requests, Indica had not been blessed to leave for a full year. When she was tasked with delivering the letter, it took her completely by surprise. Even though she did not know the contents of that letter, she could not shake the feeling that it would play an extremely important, perhaps critical, role in her life. What's in it? What is in it?